Hallo und herzlich willkommen zu meinem Unboxing zur Collector's Edition von Risen. Ja, mit diesem Spiel geht es jetzt weiter. Nachdem ich Gothic 3 gekauft habe, kam direkt danach ein weiteres Piranha Bytes Spiel. So, und jetzt gucken wir uns wie immer erstmal die Edition so ein bisschen an. Natürlich sind die Buchstaben wieder so ein bisschen erhaben. Man sieht es vielleicht so ein bisschen, wenn ich es so schräg halte. Und das Symbol natürlich auch. Das ist alles so ein bisschen mit Glanz überzogen. Also sieht auf jeden Fall richtig cool aus. So, die Scharniere übrigens auch hier an der Seite, ja. Oder die Eckenschoner. So, jetzt gucken wir erstmal, was hier alles so drauf ist. Das heißt, hier oben ist das ganz normale, der ganz normale Text, der auch auf der Spielhülle stehen würde. Und da steht schon das neue offizielle Spiel der Gothic-Macher. Ja. Vielleicht machen sie irgendwann Gothic 5. Ich hoffe es ja immer noch. So, jetzt gucken wir mal auf den Inhalt. Eine Karte der Insel Faranga aus der Hand des königlichen Kartenzeichners. Der epische Soundtrack zum Spiel, komponiert von Kai Rosenkranz. Making-of-DVD von Risen mit exklusivem Piranha Bytes Interview. Spezieller A1 Posterdruck mit den Autogrammen von Piranha Bytes. Und das ist richtig, richtig cool. Spezieller A1 Posterdruck mit den Autogrammen. Achso, den hatten wir gerade schon. Zugangscode zum Beta-Test der nächsten Piranha Bytes Spiels. Des nächsten Piranha Bytes Spiels. Ich habe diesen Beta-Code nicht benutzt. Leider irgendwie. Dann haben wir noch ein Artbooklet über die Entstehung des Helden und anderer Charaktere und Gnome und Ghoul-Sticker-Set. Und soweit ich weiß, also ich glaube, das ist das Artbooklet. Das Artbooklet ist so eine Art Comic. So, jetzt packen wir das Ganze einmal aus. Ja, diese Box-Version kennen wir schon von Piranha Bytes. Sie sah recht ähnlich aus. So, und hier geht es auch schon los mit dem Comic, das ich gerade angesprochen habe. Und hier wird einmal die Geschichte des Inquisitors erklärt, beziehungsweise erzählt. Und hier haben wir die Geschichte des Don. Das sind beides Charaktere, hochrangige Charaktere, die in Risen vorkommen und die quasi miteinander konkurrieren. Anfangs zumindest noch. So, das hätten wir. Das lege ich mal daneben am besten. Nicht, dass mir das ständig irgendwo hinrutscht. So, hier haben wir das Poster. Das kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht komplett ins Bild, weil es recht groß ist. Ja, A1 ist schon eine Hausnummer. So, hier haben wir einmal den Helden. Kriege ich es irgendwie? Ja, jetzt erkennt man es so ein bisschen. Also sieht, so sieht es aus. Man erkennt wahrscheinlich nicht wirklich viel, aber ja, ist halt so. Jetzt muss ich es ein bisschen drehen. Und hier ist die Seite, wo dann tatsächlich die Unterschriften von den Entwicklern drauf sind. Die sind, Moment, ich gucke nochmal nach, die sind meines Wissens nach drauf gedruckt. Also die haben jetzt nicht bei jeder Collector's Edition selber unterschrieben. Soweit ich das jetzt hier feststellen kann. Ich bin natürlich nicht der Profi in sowas, aber es sieht nicht so aus, als ob das hier drauf geschrieben wurde. So, jetzt wieder das große Wunder, wie kriegt man die Karte wieder zusammen? Okay, es geht. Es geht, es geht, es geht. Oder doch nicht? Ich habe es anscheinend falsch gemacht irgendwie. Okay, mache ich später, wenn ich Zeit habe. So. Hier haben wir die versprochene Making-of-DVD. Da hatten wir ja auch in Gothic 3 eine von drin. Wenn es euch interessiert, wie das Spiel entwickelt wurde, könnt ihr auch auf worldofrisen.de gehen. Da haben die Entwickler vor der Veröffentlichung des neuen Spiels auch mal ab und zu irgendwelche Tutorial-Videos hochgeladen und sowas. So, das muss ich ja eben kurz rausnehmen. Hier haben wir das Artbook, The Art of Risen. Also das, dieses Comic hier, steht tatsächlich auch hinten nicht drauf, ne? Das Comic steht nicht drauf, sondern dieses Artbook, das steht hinten drauf.
Da wird halt wie bei The Art of Gothic 3 auch erklärt, wie die Entwickler die Charaktere so geschaffen haben mit den Polygonen und Texturen und so weiter und so fort. Ist natürlich alles in einer abgespeckten Version und hier hinten werden auch die ganzen Gegner nochmal erklärt. Ghoul, Rotwurm und so weiter. Auch ziemlich cool, ist normalerweise in einem Begleitbuch zum Spiel drin. Hier eben extra in der Collector's Edition. So, und jetzt habe ich gerade schon was rausgeholt. Das nennt sich Papercraft. Das war nicht so ausgeschnitten. Das ist einfach nur so naja, so pappemäßiges Papier, ein bisschen dickeres Papier halt. Und da sind dann die Kanten, an denen man entlang schneiden kann, so vorgezeichnet. Das kann man dann ausschneiden. Das Ding ist auch mit dabei. Hier, dieser Fetzen Pappe hier. Und wenn man das dann ordentlich herrichtet, kann man das dann halt so hinstellen, wenn man denn Lust drauf hat. Das habe ich in diesem Fall gemacht. Da gibt es einmal den Helden natürlich. Und dann gibt es hier so einen Gnom, ist das, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht so. Das ist auf jeden Fall ein Ghoul. Richtig eklig und verdammt schwer. Das hier, da müsste ich jetzt lügen. Ich glaube, das ist ein Ogre. Ich habe das Spiel schon eine ganze Weile nicht gespielt, deswegen weiß ich das jetzt nicht so direkt aus dem Kopf. Hier haben wir Aufkleber. Einmal ja, wieder ein Gnom. Dann haben wir hier den Schriftzug Risen einmal als Aufkleber. Was haben wir hier? Time Machine. Das ist wahrscheinlich irgendein. Ach so, ich darf es nur nicht umdrehen. Okay, also von der Seite darf ich es zeigen. Der Code ist auf der anderen Seite. Zeitmaschine, das ist jetzt wahrscheinlich der Beta-Key. Oder der Code zum Herunterladen des Soundtracks, denn der ist hier, glaube ich, nicht mit dabei als CD. So, hier haben wir noch einen Aufkleber vom Ghoul. Und darunter haben wir das Spiel an sich. So wie man es auch ganz normal im Laden kaufen kann mit den beiden DVDs. Sind das DVDs? Wo ist das Symbol? Compact Disc. Sind das wirklich CD? Ach, hier, Soundtrack. Ich habe gelogen. Da ist der Soundtrack. Darum sind es zwei CDs. Sonst wäre es nur diese DVD hier, auf der das Spiel drauf ist. Aber hier ist es jetzt noch eine Soundtrack-CD. Sauerei, oder? Der typisch. Er erzählt nur Mist. So, was haben wir jetzt hier? Warum hängt das? Oh. Das ist ungünstig. Und das vor der Kamera. Das ist das ganz normale Handbuch. Gott sei Dank hat es nur das erwischt. Aber ich frage mich jetzt, woran das hängen geblieben ist. Da unten sind keine spitzen Kanten. Egal, ich hole es einfach nie wieder raus. Das ist die einfachste Lösung. So. Ich sehe auch, übrigens auch gerade, ich muss das Mikrofon wahrscheinlich ein bisschen runtersetzen. Der zeigt mir die ganze Zeit einen zu hohen Wert an. Für das nächste Unboxing dann. Hier haben wir die Karte. Richtig cool mit so einem Gummiring, der auch so ein bisschen nobler aussieht. Und die Karte können wir jetzt auch mal aufwickeln. Die ist besser lesbar als die Stoffkarte von Gothic 3. Nur hier stehen halt überhaupt keine Ortsnamen drauf oder ähnliches. Das ist einfach nur eine Karte mit den Wegen drauf. Und man sieht, dass hier eine Hafenstadt ist, hier irgendein Lager und hier oben irgendeine Burg oder sowas. Aber man sieht halt nicht, was das ist. Ich weiß jetzt natürlich schon, was was ist, aber wenn man das jetzt nicht weiß, sieht man auf der Karte nicht, was was ist. Ist jetzt aber auch gar nicht so schlimm eigentlich. In Gothic 3 war das ja was anderes. Da gab es ja wirklich viele Städte mit vielen verschiedenen Namen. So, hier drunter ist jetzt nichts weiter. Wir sind also durch mit der Collector's Edition. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich packe das alles wieder einigermaßen ordentlich hier rein. Das mache ich am besten hier drauf. Dann die CD. Und hier in das Comic werde ich meine Sticker wieder reintun und meinen Papercraft. Dieses Wort kannte ich übrigens auch vorher noch nicht. Papercraft. Naja, was soll's, man muss ja alles irgendwie einenglischen. Ja, die Karte muss ich noch zusammenfalten, das mache ich aber gleich. Das wär's dann
erstmal so im Großen und Ganzen. Ich halte das nochmal so in die Kamera. So, das ist also der Inhalt von der Collector's Edition von Risen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mich abonnieren, natürlich, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Und wir hören uns dann bei einem meiner anderen Projekte oder beim nächsten Unboxing. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.